Okay, liebe Leute, wir schauen uns heute mal The Jetstar an von Big Radials. Das Ganze ist ein Payware-Add-on. Momentan ausschließlich auch bei Big Radials auf der Shopseite zu bekommen für knapp unter 30 Euro. Und ganz, 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 ganz wichtig, das Teil ist im Early Access. Es ist nicht fertig. Ja, es fehlen noch eine Menge Features, einige Sachen sind auch noch nicht komplett fertig modelliert, Texturen sind noch nicht ganz fertig, es ist wirklich ein Early Access Produkt, ja, also sowas wie eine Beta. Und der Entwickler selbst schreibt wirklich, kauft euch das Teil nur, wenn ihr helfen wollt, die finale Entwicklung zu unterstützen. Ja, das ist also wirklich eher was für Leute, die ja, Big Radials mögen als Entwickler und die halt finanziell schon so ein bisschen unterstützen wollen, damit das Teil nachher auch fertiggestellt wird. Wer das nicht mag, der soll das einfach nicht machen. Das ist ein absolut gängiges Prozedere inzwischen, auch in der Softwarebranche Early Access. Das ist nichts, was jetzt hier irgendwie bei den Flugsimulatoren neu erfunden wurde. Und jeder, der das nicht mag, der wird auch nicht gezwungen dazu. Da braucht man nachher auch wieder nicht tausendmal drüber diskutieren. Ansonsten vielen, vielen Dank an Big Radials. Ich habe kostenlos eine Version bekommen, sodass wir uns das mal angucken können. Ja, das bedeutet jetzt aber auch wieder nicht, dass ich dafür Werbung machen muss oder ich bezahlt werde, hier positive Werbung zu machen. Alles, was ich im Video sage, ist meine eigene Meinung. Und ich weise auch noch darauf hin, dass ich einfach nicht so einen extrem hohen Anspruch habe, wie viele Leute, wie viele andere Leute. Ja, ich habe einen wirklich relativ mäßigen Anspruch. Und deshalb fallen bei mir manchmal die Urteile einfach anders aus als zum Beispiel bei vielen anderen YouTubern. Ja, das bedeutet aber nicht, dass ich euch jetzt mit meinem Video hier unbedingt zum Kauf überreden möchte oder nicht. Ansonsten ist das ein Business Jet, also somit einer der ersten Business Jets von Lockheed, ja, so aus den 60er Jahren ungefähr. Und die dargestellte Variante hier von Big Radials ist auch somit die erste Variante, ja, Jetstar 1. Da gab es mehrere Varianten später, nochmal mit anderen Engines und so weiter. Aber das ist hier möglich, das ist hier wirklich so mehr oder weniger die Urvariante. Als Features sind schon ein paar Sachen aufgeführt, ja. Natives Flugmodell, 3D-Assets, Sounds, Texturen, 4K, PBR etc., Custom Transponder, interaktives Cockpit mit Fully wäre ich jetzt noch vorsichtig. Also sind noch nicht alle Schalter, ne? Das ist wahrscheinlich damit aber auch nicht gemeint. Treibstoffsystem, ja, das funktioniert schon. Autopilot, ja, ist auch ein relativ einfacher Autopilot. Kennen wir auch schon einigen älteren Flugzeugen. Und eine ganze Menge ist wirklich noch Work in Progress, ja, das ist jetzt aufgeführt, ne? Also Liveries, noch nicht allzu viele dabei. Sounds sind noch nicht fertig. Flugmodell ist noch nicht fertig. ADF ist noch nicht fertig. SIVA INS. Habe ich im Discord vorhin gerade erst gelesen, soll wirklich auch ja modelliert werden, allerdings erstmal nur mit ganz normalen GPS-Routinen darunter. Das heißt, wir haben eine SIVA INS-Oberfläche und können das auch so bedienen, aber es hat nicht so diese gleichen Fehler, also es berechnet nicht wirklich über Trägheit die Navigation. Big Radials hat aber gesagt, wenn der Bedarf besteht und die entsprechenden Verkaufszahlen auch da sind, dann wird man überlegen, ein richtiges, komplettes SIVA INS auch mit dieser ganzen Trägheitsgeschichte zu simulieren. Ja? 3D-Modell ist wie gesagt noch nicht fertig, auch die externen Texturen sind noch nicht fertig, Checklist ist noch nicht fertig, Overhead Panel ist noch nicht ganz fertig, die Panels links, rechts sind noch nicht fertig, Paint ist noch nicht fertig, Dokumentation ist noch nicht fertig, es ist wirklich ein relativ frühes Stadium. Ich muss aber wirklich sagen, ich bin jetzt schon zwei Runden damit geflogen und das Teil macht einfach Spaß. Und das ist jetzt wieder für mich das, was relevant ist. Ja, ich persönlich, wenn ich im Cockpit sitze, ich fühle mich wohl, es macht Spaß, mit dem Teil zu fliegen. Und das ist für mich das, was erstmal zählt. Das Teil ist auch irgendwie so ein bisschen Kult, fällt absolut aus der Reihe eigentlich von dem, was wir bisher so im Microsoft Flight Simulator haben. Und der Preis, ja, 30 Euro für so ein Produkt ist momentan halt wirklich relativ hoch. Das sehe ich genauso, ne? Aber es ist halt, wie gesagt, extra so gedacht als, ja, Frühzugang für Leute, die die Entwicklung weiter unterstützen wollen. Ja, wie gesagt, hier die Außentexturen brauchen wir noch nicht zu sehr drauf eingehen. Das sind erstmal nur, ja, einfache Texturen. Wie gesagt, da wird noch dran gearbeitet, auch am Modell. Aber mir macht das Flugzeug, so wie es jetzt schon im Zustand ist, wirklich Spaß. Und ich hätte es mir wahrscheinlich sogar wirklich für 30 Euro gekauft. Ist jetzt immer schwer zu sagen, weil ich es jetzt habe, ne? Aber das ist so ein Ding, was mich einfach auch interessiert von der Ära her, ja. Und vom Cockpit her. Schön auch analoge Gauges. Coole Geschichte, saugeile Kabine. Ja, und diese Engine-Konstruktion, ne? So zwei nebeneinander angebrachte Turbinen, links und rechts vom Rumpf. Das wurde dann später auch
in einigen größeren Airlinern kopiert. Reverser haben wir auch drin. Ansonsten Flaps und so weiter ist alles modelliert. Mein Problem ist, dass ich im Internet noch keine Anleitung gefunden habe, also kein kostenlos verfügbares Manual, sodass ich hier viele Sachen wirklich erstmal raten musste, was die Geschwindigkeiten angeht. Ich habe aber mal auf dem Discord gefragt, ob die mir so ein paar Sachen wenigstens erstmal mitteilen können, so Starten, Landegeschwindigkeiten, aber so Pi mal Daumen habe ich das jetzt hinbekommen in den 2 Testflügen. Ja, Scheiben mit so ein bisschen Kratzern drauf, die jetzt nicht unbedingt standardmäßig sind. Da finde ich das Muster zum Beispiel gar nicht so schlimm mehr. Es ist nicht so ein sich ständig wiederholendes Muster wie die Standardkratzer im Microsoft Flight Simulator. Das sieht nicht so schlimm aus. Ja, Treppe ist modelliert, Tür ist modelliert. Jetzt gehen wir mal rein. Die Kabine sieht nämlich auch saugeil aus. Rein vom Originalflugzeug her, meine ich jetzt. Ne? Das ist auch so ein Flugzeug, was Elvis, glaube ich, mal hatte. Und die Livery von Elvis Presley soll auch kommen. Ja, Texturen hier im Cockpit sind teilweise noch ein bisschen grob. Aber auch hier wird, denke ich, irgendwann nochmal vielleicht mehr kommen. Mir reichen sie aber schon. Ja, für mich persönlich sind die Texturen hier im Flugzeug nicht zu grob. Mir reicht das schon, dass ich jetzt irgendwie nicht das Cockpit als störend empfinde. Wir kriegen sogar das Fenster auf. Ja, das Teil hat ein unheimlich langes Glare Shield. Also die Sicht als Pilot auf die Instrumente ist ja auch relativ schlechter. Ja, aufs HSI und so. Overhead Panel, ja, hier funktioniert auch die Hälfte noch nicht. Steht aber, wie gesagt, auch in der Beschreibung drin. Ja, Generatoren können wir schon bedienen, Starter können wir schon bedienen, Lichter können wir schon ein bisschen bedienen. Main Panel, die Gauges gehen erstmal alle, ja, von den Engines, Engine Gauges, Gauges. Dann Fuel Panel geht auch. Throttle Lever geht inklusive Umkehrschub. Flaps und so weiter gehen, Landelichter und so weiter gehen, aber die Avionik geht auch mehr oder weniger. Ja, das ist der einfache Autopilot hier. Und das ist das Siva INS. Das geht zwar optisch schon, also man kann es schon einschalten. Und hat auch schon so ein paar Anzeigen, aber das funktioniert noch nicht wirklich. Ja. Das wäre der Transponder, ADF. Ja, an den Seitenpanels geht auch noch nicht viel. Anti-Ice ist hier, das geht schon. Und die Kabine ist halt, ist eine Luxuskabine, ne? Also ist irgendwie ein Business Jet. Das war damals, glaube ich, wirklich nur für die richtig Reichen gewesen. Ja, inklusive Klo oder Bad, sagen wir es mal so. Na doch, Klo ist da. Ja, die Texturen hier, das sieht doch nicht hochauflösend wirklich aus, aber das für mich reicht das schon. Ich sitze vorne im Cockpit. Ja, dem einen oder anderen wird es nicht reichen und dann ist es so. Wir haben alle andere unterschiedliche Ansprüche. Ja, wenn man dicht dran geht, hier das Panel, das hat halt so eine Marmorierung oder so, also und leichte Gebrauchsspuren. Ist also nicht einfach nur eine flache Textur. Das wird im Video aber vielleicht so aussehen, wie das ganze Geränder. Dass das ein bisschen flach aussieht. Ja, würde ich sagen, fliegen wir eine kleine Runde damit. Sound, wie gesagt, ist auch noch nicht fertig. Hören wir uns trotzdem auch mal kurz an draußen dann, aber es wäre dann jetzt zu früh, irgendwie darüber zu urteilen, ne? So, noch Batterie an. Ansonsten haben wir ja auch erstmal noch nicht wirklich viel, was funktioniert. Nochmal alle Treibstoffpumpen an. Und das Isolation Valve auf. Sonst kriegt irgendwie Engine 2 kein Sprit. Also alle Schalter einfach auf On. Ja, dass alle 4 Engine Pressure Lights ausgehen. Sonst starten die auch nicht. Dann Nachtlicht an, Beacon an, Engine Selector auf 1 und Start.
Ja, für mich ist der Sound vollkommen okay. Wie ich auch tausendmal schon gesagt habe, ich bin auch nicht so der Mensch, der beim Sound so das gute Gehör hat. Also ich kann immer ganz schlecht abschätzen, ob das realistisch ist oder nicht. Dann starten wir auch schon Engine 2. Start. Das ist jetzt die hier. Ja, läuft auch. Kann sein, dass der ganze Prozess, den ich hier durchgehe, absolut falsch ist, ja, dass man vielleicht die Treibstoffpumpe erst anmacht, wenn die, ich sag mal, Turbine eine bestimmte Drehzahl hat oder so. Das ist jetzt wirklich schwer zu sagen für mich. Jetzt ist die Engine dran. Machen wir schon die Tür zu. Ja, die dritte Engine macht jetzt vom Sound her hier drin im Cockpit nicht mehr so groß den Unterschied aus, ne, von der Lautstärke. Dann Engine 4. Ja, ist kaum Unterschied zu hören, ne? Ob drei oder vier Engines. So. Was sind die Generatoren? Starter aus. So viel mehr geht hier noch nicht wirklich zu schalten, ne? Was Fuel Leadline ist, kann ich nicht genau sagen. Wie gesagt, eine Anleitung gibt es noch nicht dazu. Passenger Sides machen wir mal an. Hier kann man schon mal Voltmeter durchschalten, die vier Generatoren hängen dran, okay, das geht noch nicht. Air Condition, Bleed Air geht auch noch nicht, ist aber wie gesagt auch in der Beschreibung so drin, ne, dass im Oberpanel eigentlich erstmal nur so dieser runde Bereich teilweise geht. Und ja, dann machen wir Taxilicht an, das ist wahrscheinlich das hier, ja, Hilfslandelicht oder so würde ich sagen. Ich stelle mal die ILS-Frequenz an. Wir sind hier in Washington, weil ich gerade die Air Force One Livery habe. Und auf der 01 können wir hier die 109.9 einstellen. DME und sowas alles geht auch schon. Und wir haben einen Kurs von 07. Können wir nachher ein bisschen uns dran orientieren beim Landen. Manuell fliegen macht absolut Spaß. Autopilot ist wie gesagt auch ein relativ einfacher Autopilot. Ja, also da ist noch nicht groß irgendwie was hier mit Flugplan abfliegen oder so. Transponder und wie gesagt INS kann man schon anschalten und kann sich hier gegebenenfalls auch schon so ein paar Sachen anzeigen lassen. Ja, aber es funktioniert alles noch nicht. Ne? Also weiß nicht, ob wir schon was eingeben könnten. Wahrscheinlich nicht. Ist alles nur Nullen. So. Gestartet wird mit Takeoff Flaps. Das ist Stellung 2. Stellung 1 ist nur Leading Edge, ne? Also Slats irgendwie mehr oder weniger. Takeoff Stellung.
Und dann starte ich mal Sky Dolly, dann fliegen wir eine kleine Runde. Ja, die Sicht ist sehr gewöhnungsbedürftig, hier, ne? Ist sehr, sehr schmal irgendwie das Fenster. So, Head-Tracking an. Ich muss noch ein bisschen Nose-Down trimmen für den Take-Off. Die Nase kommt zu früh hoch. Also ich würde so bei 130 anfangen zu rotieren. Das sind so ungefähr die Take-Off-Geschwindigkeiten. Ja, 130, 140 und beim Landen nachher auch so 140, 150 mit Full-Flaps. Das Handling am Boden ist sehr gewöhnungsbedürftig, fühlt sich aber durchaus realistisch an, weil es wirklich eine Menge Trägheit drin hat, wenn man in die Kurve geht. Ja, es schlittert nicht, sondern es fängt wirklich fast an zu kippen. Das ist also dieses neue Ground Handling, was, ich weiß gar nicht, wann ist das eingeführt worden? Mit dem vorvorletzten, glaube ich, Sim-Update oder so. Es fühlt sich gut an in meinen Augen. So, wir rollen mal hier einfach rüber, ist sowieso kein anderer da. Und hier rollen wir auch gleich rauf. Beim Landen müssen wir nachher gucken, dass wir nicht zu spät aufsetzen. Ich bin die ersten Versuche ziemlich gefloatet. Müssen wir gucken, dass ich wirklich ein bisschen langsamer sogar noch reinkomme und rechtzeitig den Power rausnehme. Wie gesagt, ist jetzt alles wirklich mehr oder weniger Pi mal Daumen. Ne? Ich mache das nach Gefühl. Kein Handbuch, noch nichts irgendwie vorhanden. So, Nose Steering off, ein bisschen Nose Down getrimmt. So, Sky Dolly läuft, Head Tracking ist schon wieder ausgegangen. Da ist es wieder an. Ja, mal kurz den Sound von außen hören. Klingt gar nicht so schlecht, finde ich. Knoten. 130, ich würde langsam anfangen zu rotieren, vorsichtig. Ja. Auf der Elevator-Achse ist das auch relativ empfindlich, würde ich aber auch erwarten bei so einem kleinen spritzigen Jet, muss ich ehrlich sagen. Und über die Rollachse ist es aber schön gemächlich, also upala. Ah, es reagiert sehr schnell auf den Elevator, muss man aufpassen. Noch ein bisschen Nose Down trimmen.
bisschen Power raus. Sonst wäre einmal zu schnell. Ah, das fühlt sich aber gut an, finde ich. Manuell fliegen. Das macht richtig Spaß. Auf den Screenshots ist irgendwie zu sehen, dass der Co-Pilot da drauf sitzt. Das habe ich bisher noch nicht hinbekommen, irgendwie den einzublenden. Falls ihr das Teil auch habt und ihr wisst, wie man den einblendet oder ihr auch mehr Informationen habt, ja, zu den Startgeschwindigkeiten, Prozeduren oder irgendwas, schreibt mir das bitte immer in die Kommentare rein. Aber wie gesagt, eine kostenlose Anleitung, also ein kostenloses Original-POH habe ich hierzu noch nicht gefunden. Man kann sich aber welche kaufen, ja, also es gibt für $10 durchaus die Handbücher auch zu kaufen. Ob es jetzt genau die Jetstar 1 ist, weiß ich nicht genau. Aber die C-140 war die Militärvariante davon und die ist relativ identisch mit der Jetstar 1 gewesen. Und da habe ich definitiv Handbücher von gesehen im Internet, so für rund $10. Ich schalte doch gleich mal den Autopiloten ein. Ich will nur schnell den Backcourse einnehmen, also 187 Grad nach Süden fliegen. Ich wollte eigentlich so bei 2000 Fuß bleiben. So, ja, und dann kann man hier theoretisch den Autopiloten anmachen. Ja, Engage, Höhe halten, gegebenenfalls Pitch und so weiter. Heading Select kann man auch einschalten. Ansonsten ist er ganz normal im Rollenmodus. Ja, und wir können jetzt hier mit dem Knopf entsprechende Kurven fliegen. Für mich sind so einige Knöpfe noch invertiert bedient mit dem Mausrad. Ja, ich würde erwarten, dass er sich andersrum drehen teilweise. Aber da gibt es manchmal kein richtig und falsch. Man ist manchmal an eine Richtung gewöhnt. Und irgendwie fetzt das Teil einfach, ja. Ja, Sound ist noch nicht fertig, ne? Man hat, glaube ich, noch keine richtige räumliche Komponente drin. Ist aber auch auf der Produktpage zu lesen, ne? Dass der Sound noch nicht ganz fertig ist. So. Mal gucken, was sagt die Glide Slope. Wir sind noch über der Glide Slope, ja, aber Indikator ist schon da. Wir fliegen mal noch ein paar Meilen, bevor wir reindrehen. Ansonsten, so viel mehr funktioniert auch nicht wirklich, ne? Also ein paar Schalter hier gehen schon, Oxygen, das geht noch nicht, Fuel Jettison könnte sogar schon funktionieren, ja, ist schon, also der Schalter ist mindestens schon hinterlegt irgendwie, ja, aber viele andere Schalter sind absolut noch nicht bedienbar. Wie gesagt, nochmal, ja, Early Access, wirklich nur dazu gedacht, eigentlich eher die Entwickler zu unterstützen, finanziell auch. Ne? Ansonsten wäre der Preis wirklich zu hoch einfach für das Produkt. So, wir befinden uns gut unter der Glide Slope, das heißt, wir können jetzt theoretisch reindrehen. Ich mache aber den Autopilot wieder aus.
Das Teil ist einfach zum manuell Fliegen gedacht. Ja, ich gehe schon mal ein bisschen Power ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Ich habe in den Config-Files die Flaps-Geschwindigkeiten so ein bisschen rausgelesen. Ja, so bei 220 Knoten können wir anfangen, vielleicht die Flaps auszufahren. Alles, was da drüber ist, würde die Flaps beschädigen, also laut Config-Files. Ne? Ob das dann die offiziellen VFEs sind, ist nochmal eine andere Frage. Ich würde so bei bis 200 Knoten ungefähr warten, dann würde ich die erste Flaps ausfahren und dann bei 190 Flaps 2 und wenn wir dann auf der Glide-Slope sind und sinken, dann Flaps 3. Ein bisschen am Fluss orientieren. Ups. Stick ziehen. Ja, Flaps 1 würde ich jetzt setzen. Gibt nochmal einen ganz schönen Nose-Up-Attitude. Müssen wir gegebenenfalls kräftig gegentrimmen, ja. So, wir sind 11 Meilen draußen. So, 190 Knoten. Ich setze mal Flaps 2. Approach Flaps und Takeoff Flaps ist das. Gib noch mal ein bisschen Power rein. Vipers gehen auch noch nicht, also die Scheibenwischer habe ich schon getestet, geht nicht. Ich würde es cool finden, wenn die ein Wetterradar einbauen hier. Ja, ist, in Bildern im Internet kann man sehen, dass hier, wo eigentlich dieser freie Platz ist, dass da bei einigen ein Wetterradar zu sein scheint. So, Glide-Slope kommt, ist aktiv, Fahrwerk fahren wir mal aus. Und wir fangen an zu sinken. Flaps voll. Bin auch ganz schön gegentrimmen. Und ich versuche mit 140 über die Schwelle zu kommen. Das wäre jetzt langsam Geschwindigkeit abblüten. So, Fahrwerk ist ausgefahren, Flaps sind voll, Lichter sind noch alle an. Mehr oder weniger. Und ich lasse mich gegen Ende wieder unter die Glide-Slope fallen. Ja, dass ich, wie gesagt, die Runway ist nicht allzu lang. Und ich muss gucken, ob ich wieder viel floate. Ah, ich nehme noch ein bisschen Power raus. Noch ein bisschen mehr abbluten lassen. Mit Full Flaps stallen wir so ungefähr bei 100 Knoten, also bei 100 bis 110 Knoten. Also wir haben reichlich Luft. Und ich nehme noch ein bisschen Power raus. 140 hatte ich gesagt, Pi mal Daumen. Sieht ganz gut aus. Und ich ziehe ganz langsam in den Idle.
hier Speedbrakes raus, dann komme ich hier runter. Ich bin, glaube ich, noch gar nicht unten. Jetzt sind wir unten. Umkehrschub. Und ich bremse. Es macht Spaß, das Teil. Das ist ein Ding zum Handfliegen, ja. Flugmodell ist aber auch noch nicht ganz fertig, ne? Also da wird definitiv noch dran gearbeitet. Das ist noch ein klein bisschen auch. Es fehlt noch ein klein bisschen Trägheit. Ja, die Empfindlichkeit auf der Elevator Axis ist noch ein klein bisschen zu hoch, finde ich. Wenn aber ein bisschen mehr Trägheit drin ist, dann relativiert sich das ja automatisch wieder ein bisschen. So, erstmal runter und dann. Nice. Die Speedbrakes sind übrigens hier hinten, ja. Also, das sind die Speedbrakes. Gut, liebe Leute, das sollte schon gewesen sein. Ich finde das Teil mega, mega cool. Ja, es hat mir unheimlich Spaß gemacht, selbst im jetzigen Zustand. Obwohl wirklich viele Sachen einfach A, noch nicht fertig sind und B, auch noch gar nicht implementiert sind. Und das ist für mich das Entscheidende, ja, macht es mir Spaß oder nicht? Das ist für mich eigentlich der Hauptfaktor, um so ein Add-on zu bewerten. Texturen, Modell, Sound und so eine Geschichten sind teilweise subjektiv. Und ja, das Teil ist momentan für den aktuellen Zustand durchaus relativ teuer. 30 Euro sind viel Geld. Und das ist aber ein Teil dieses Konzeptes, Early Access. Ja, das ist nichts Neues in der Flugsimulatorbranche. Das ist ein etabliertes Geschäftsmodell im Softwarebereich, Early Access. Und manchmal dient es wirklich auch gezielt dazu, dem Entwickler schon finanziell ein bisschen unter die Arme zu greifen, ja, bei der weiteren Entwicklung von einem Produkt. Das ist ja sowas wie Crowdfunding oder hast du nicht gesehen. Also man investiert ein bisschen Geld in ein Produkt, wo man hofft und denkt, dass es irgendwann richtig gut wird und wo man den Entwickler vielleicht auch mag. Ja? Und es gibt Leute, die können das absolut nicht nachvollziehen und mögen das nicht und hassen das vielleicht auch. Ist absolut okay. Ja, wer das nicht mag und ich will, der soll es einfach nicht kaufen. Es gibt aber auch immer mehr Leute, die genau dieses Early Access Geschäftsmodell unheimlich cool finden. Ja? Gerade auch im Spielebereich wird bei ganz vielen Spielen immer wieder gefragt, oh, gibt's Early Access, gibt's Early Access, auch bei Flugzeug-Add-ons. Ja, es gibt ganz viele Entwickler, die immer wieder gefragt werden, oh, könnt ihr nicht Early Access machen, könnt ihr nicht Early Access machen. Und es verbreitet sich immer mehr. Und daran kann man eigentlich erkennen, dass es doch von mehr Leuten eigentlich gemocht wird, als es nicht gemocht wird. Ja, und wir sind einfach alle unterschiedlich und wir müssen uns nicht gegenseitig verstehen, wir müssen uns nur gegenseitig akzeptieren. Und ein großes, fettes Dankeschön nochmal an Big Radials, dass ich hier eine kostenlose Testversion bekommen habe. Mega cool. Und ich drücke wirklich die Daumen und denke auch, dass das Teil ja richtig gut Potenzial hat. Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis es richtig fertig ist. Und wie das im 2024 nachher aussieht, ist auch noch nicht ganz klar. Das haben sie im Discord auch selber schon geschrieben. Da müssen wir ein bisschen abwarten. Und ob ihr euch das jetzt zulegt oder nicht, ist eure eigene Entscheidung. Ja, ich will da keinen zu drängen. Und das muss jeder selber sehen. Ja? Ihr seid alle alt genug. Am Ende dann wie immer der Hinweis auf unseren JD Community Discord Server für den Microsoft Flight Simulator. Wir haben inzwischen mehrere tausend Mitglieder, wir haben ein mehrköpfiges Supporter-Team, mehrere Tech-Support-Kanäle und ich kann euch nur mal anbieten, wenn ihr irgendwelche Fragen zum oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, dann kommt dazu uns auf den Discord. Da kann man in meinen Augen wesentlich besser helfen als über die YouTube-Kommentare. Ihr könnt euch im Discord aber einfach nur mit anderen Leuten austauschen, rumchatten oder unsere Voice-Kanäle nutzen. Den Link zum Discord findet ihr auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht so ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!